Dieses Video soll Ihnen die Funktion von DevaStudio HD4 näher bringen. Zunächst Aufnahmen importieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Aufnahme in das Programm zu importieren. Die wohl einfachste Möglichkeit ist, im Datei-Explorer einfach die Datei anselektiert und mit Drag and Drop in das Programmfenster gezogen. Nach Laden haben Sie sofort die Möglichkeiten, sich in der Aufnahme zu bewegen. Eine weitere Möglichkeit ist der OPNP-Import. Hierdurch sucht das Programm selbstständig das gesamte Netzwerk nach Geräten und listet diese hier auf. Ich wähle mir hier nun den Technicorder Isio SDC aus. Unter Videos, eigene TV-Aufnahmen habe ich sofort Zugriff auf meine Filmliste. Um eine Aufnahme abzuspielen, reicht es aus, diese hier mit dem Play-File direkt abzuspielen. Sie sehen hier auch schon die Aufnahme und können sich in dieser ganz normal bewegen. Einen Selbstmord, den es nie gegeben hat. Ich schließe mir die Aufnahme und füge nun die Aufnahmen, die ich übertragen möchte, mit einem Doppelklick in die Downloadliste ein und mit Aufnahmen auf PC übertragen starte ich meine Übertragung. In dem drehenden Kreis sehen Sie auch bereits schon den Arbeitsfortschritt der Übertragung, die im Hintergrund stattfindet. Bereits während der Übertragung werden die Aufnahmen auf Werbung und auf Fehler untersucht und Schnitte definiert. Da der Receiver die Daten langsamer bereitstellt, als das Programm zur Analyse braucht, entsteht hier kein zeitlicher Nachteil. Während die Übertragung läuft, können Sie in bereits geladenen Aufnahmen normal arbeiten. Verarbeitung als Datei. Nachdem das Programm die Aufnahme geladen hat, sehen Sie in der rechten Definitionstabelle mehrere Schnittbereiche. Durch Anklicken kann ich mich in der Aufnahme bewegen. Mit dem ersten Klick springe ich zum Anfang, mit dem zweiten Klick zum Ende des Schnittbereichs. Mit diesen Tasten kann ich ein anderes Bild einstellen und über die Schere den Schnitt korrigieren. Über die Schnittvorschau kann ich mir das Ergebnis ansehen. Sie sehen hier, automatisch werden 9 Sekunden vor dem Film abgespielt und beim Erreichen des Schnittbereichs zum Ende des Schnittbereichs gesprungen. Die laufende Schnittvorschau kann ich über den Pause-Button vorzeitig beenden. DevaStudio HD4 verfügt aber auch über eine automatische Fehlersuche. In unserem Fall hatte das Programm in dem Film 2 hier rot markiert eine Fehlerstelle entdeckt. Dieser Fehler wurde automatisch bereits schon in einen Schnittbereich konvertiert. DevaStudio HD4 listet sämtliche in dem Film vorkommende Audiospuren entsprechend auf. In unserem Fall hat die Aufnahme hier 2 deutsche Tonspuren, von denen ich hier einfach durch Entfernen des Häkchens eine abwähle. Genauso kann ich auch die Reihenfolge der Tonspuren verändern. Gleiches natürlich auch bei meinem zweiten Film. Durch Umwählen des Lautsprechersymbols kann ich die jeweilige Spur für den internen Player von DevaStudio HD4 aktivieren. Zum Navigieren in der Aufnahme gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese sind das Mausrad und die Tastatur, das Klicken in der Zeitleiste an die entsprechende Position oder auch entsprechend die Pfeiltasten. Hier beispielsweise das Mausrad. Mit Scrollen hoch, Scrollen runter verändert sich die Position. Hier das Klicken über die einzelnen Buttons in Einzelschritten oder in Gruppenschritten, die Sie über die Tastatur entsprechend in der Schrittweite noch steuern können. Genauso kann ich auch die Reihenfolge meiner Aufnahmen über diese Tasten entsprechend sortieren. Auf der Seite Metadaten haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Informationen zu den Aufnahmen zu editieren. Im Großteil werden diese Daten direkt beim Export aus dem EPG des jeweiligen Receivers übernommen und hier eingetragen. Sie haben hier die Möglichkeit, neben dem Titel, die Beschreibung, ein Vorschaubild, das Genre, Schauspieler, Regie, alles einzutragen, um diese dann bei weiteren Exporten zu verwenden. Bei den Dateiexporten TS und M2TS werden Titel und Beschreibung unsichtbar in den Stream direkt eingearbeitet und können hier von Folgeprodukten wie DVR Provider direkt ausgelesen werden. Beim Export im Geräteformat oder dem Technisat-Export gibt es die Möglichkeit, eine bearbeitete Aufnahme auf dem Receiver wie eine Originalaufnahme auch mit eigenen Ergänzungen, sei es jetzt dem Text oder auch dem Titel, anzeigen zu lassen. Ich editiere hier extra mal die Beschreibung von einem Film. Auf der Seite Fertigstellen sehen Sie den Geräte-Export, den Technisat-Export, entsprechend den TS und M2TS Dateiexport, das Aufteilen der Elementarströme für Radioaufnahmen oder auch den ganz normalen MPEG-Export für die normale Wiedergabe. Ich wähle mir hier nun den Technisat-Export,
Klicke auf die Pünktchen, verbinde mich entsprechend mit meinem Technicore der ISIO STC und übertrage mit dem Button Start diese bereits vorgefertigten Aufnahmen zurück auf meinen Technicore der ISIO STC. Die Übertragung dauert einen kleinen Moment und nachdem das Ganze abgeschlossen ist, schaue ich mir das Ganze auch mal auf dem Receiver an. Hier sehen Sie unsere drei Aufnahmen, die ich zuvor editiert habe. Alle drei Aufnahmen laufen ganz normal. Ich spiele mir auch hier mal eine Aufnahme ab und über die Infotaste kann ich hier auch sehen, dass hier mein zuvor angegebener Kommentar entsprechend bei der Filmbeschreibung wieder verfügbar ist. Neben dem normalen Dateiexport gibt es auch die Möglichkeit zur Verarbeitung als DVD oder Blu-ray. Hierzu benötige ich aber auch noch weitere Informationen. Ich stelle mir zu diesem Zweck hier über den Button ein entsprechendes Vorschaubild ein und übernehme es mit dem Fotoapparat als Titelbild. Sie sehen es links oben. Genauso speichere ich dieses Bild aber nochmal mit Speicher unter, direkt unter meinen Bildern ab, um es für andere Filme zu verwenden. DVR Studio HD4 bietet für den Disk-Export auch die Möglichkeit, Kapitelmarken anzulegen. In unserem Beispiel nutze ich hier den blauen Button mit dem Uhrensymbol, um automatische Marken, in diesem Fall 5 Stück pro Aufnahme, festzulegen. Diese werden symmetrisch über die Aufnahme verteilt. Genauso kann ich auch entsprechend in der gleichen Maske einstellen, dass ich in einem gewissen Zeitraster, zum Beispiel alle 5 Minuten, eine Marke bekomme. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, manuelle Marken zu setzen. In dem Fall stelle ich mir die Position ein und klicke auf den blauen Button mit dem Plus-Symbol. Da die Aufnahmen nun fertig eingestellt sind, gehe ich auf die Seite Metadaten, die bei dem Disk-Export hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Ich editiere hier zum Beispiel die Filmbeschreibung, weise über den Button Laden mir entsprechend das zuvor gespeicherte Bild dieser Aufnahme zu und trage dies natürlich auch bei meinen anderen Aufnahmen ein. Die Seite Metadaten ist die zentrale Datenquelle, die entsprechend bei der Erzeugung der DVD-Menüs bzw. auch bei der Übergabe an das Zusatzprogramm DVR TrueCover entsprechend verwendet wird. Der nächste Schritt ist das Anlegen eines Menüs. Würde ich keines anlegen, so bekäme ich automatisch eine selbststartende Disk. Ich nutze aber hier die automatisierte Menüeinstellung. Über den Button ganz links unten lege ich mir ein Projektmenü an. Hier wähle ich noch die Schaltfläche für Kapitelmenüs und klicke auf den Button Erstellen. Aus den Metadaten wird mir das fertige Menü direkt erzeugt. Über den blauen Button mit dem Stern links unten habe ich die Möglichkeit, den Kapitelmenüassistenten aufzurufen. Auch hier einfach Film wählen und auf Erstellen klicken. Es werden von den Kapitelmarken zuvor direkt die Screenshots erzeugt und entsprechend eingefügt. Gleiches natürlich für meine anderen Filme. Als Beschriftung kann ich die Nummerierung oder auch die Filmposition für meine Kapitelmarke auswählen. Selbstverständlich sind diese Einträge auch noch manuell editierbar. Nun weise ich in meinem Projektmenü, meinem Kapitelbutton, auch entsprechend das Kapitelmenü hinzu. In diesem Fall Menü 1. Das gleiche mache ich für den Menübutton 2 und den Menübutton 3. Wichtig, sämtliche Elemente eines Menüs, egal ob Button, Bild oder Text, haben die Möglichkeit, eine Verlinkung anzunehmen. Einfach doppelklicken und entsprechend in den Eigenschaften das Ganze zuweisen. Ist mein Menü nun fertig, kann ich auf Fertigstellen klicken und hier habe ich nun auch die Möglichkeit, entweder eine HD-Disk, also eine Blu-ray zu erzeugen, oder in meinem Fall möchte ich eine SD-DVD, also die normale Video-DVD für den DVD-Player erzeugen, aber hier bekomme ich sofort eine Fehlermeldung. Nicht alle Aufnahmen sind DVD-konform. Dies liegt daran, ich habe eine HD-Aufnahme und die muss mit DVR Recode zunächst gewandelt werden. Nach dem Klick auf Fertigstellen wird die Verarbeitung automatisch gestartet und meine fertige DVD erzeugt. Ist das Ganze abgeschlossen, so schaue ich mir nun mal die Funktion meiner DVD direkt an. Ich lade sie und Sie sehen auch entsprechend schon das Menü, so wie ich es zuvor eingestellt habe.
Fahre ich nur mit der Maus über die entsprechenden Buttons, kann ich hier entsprechend meinen Film anwählen und ganz normal abspielen. Belogen zu werden. Tja, du musst auf dem DVD-Player ist die Funktion hier im Endeffekt genauso. Auch habe ich die Möglichkeit, über meine Sternbuttons meine zuvor angelegten Kapitelmenüs anzulegen. Auch hier einfach nur den jeweiligen Punkt angewählt und sofort startet sich die DVD an der entsprechenden Position. Gleiches natürlich auch bei Film 2. Auch hier einfach nur das Bild angewählt und schon läuft meine DVD genau an diese einen Stelle ab. Ist nicht bei wahr. Der Installation von DEFA Studio HD 4 wird automatisch auch das kostenpflichtige Zusatzmodul DEFA Recode geladen. Damit ist es möglich, die Verarbeitung von den Aufnahmen für mobile Geräte durchzuführen. Auf der Seite Fertigstellen finden Sie hierzu den Punkt Neu kodieren. Unter dem Pull-Down-Menü finden Sie eine ganze Reihe vorgefertigter Profile. Hier rufe ich mir zum Beispiel das iPhone 5 Profil auf. Über das Plus-Button habe ich die Möglichkeiten, noch entsprechend die Qualitätsstufen entsprechend anzupassen und über den Button Kalkulation habe ich auch die Möglichkeit, direkt zu sehen, wie groß wird im Endeffekt meine Datei werden. Mit einem Klick auf den Button Start kann ich mir meinen Export direkt durchführen. Nachdem der Export abgeschlossen ist, kann ich die Aufnahmen beispielsweise hier auf mein iPhone übertragen und auch hier mit dem Player ganz normal abspielen. Aus Izmir. Wo machst du am liebsten Urlaub?